Also sie haben, sie sind jetzt hier wegen der Army Base in Japan. Genau, in der westliche Insel von Okinawa. Ja. Und die fangen an, dann große, riesige US-Bases zu bauen und die zerstören die so eine schöne Natur weg. Und das war dann unser großes Problem. Und seit 20 Jahren sind wir dagegen, aber die haben schon gerade angefangen. Und seltsame 500 Sorten Arten von Lebewesen sind die auch kaputt. Kudasai Mashita. So viel Japanisch durfte ich gerade lernen. Ich begrüßte eben die japanische Delegation. Ich begrüße Sie alle, euch alle ganz herzlich zu unserem internationalen Kongress zu Militärbasen und ihrer Bedeutung für weltweite Kriege. Ich bin die Sprecherin der Pfälzer Initiative Entrüstet Euch und freue mich, dass ich Sie und Euch alle ganz herzlich begrüßen darf, hier in der Versöhnungskirche in Kaiserslautern. Der Name der Kirche könnte nicht besser passen zu unserer heutigen Veranstaltung. Militärbasen stehen für die Demonstration von Macht und Stärke, für Abschreckung und Aufrüstung, für Verteidigungsbereitschaft und auch für die Bereitschaft, Kriege zu führen. Versöhnung ist das Gegenteil von Krieg. Es ist christlicher Auftrag, im Geiste der Versöhnung zu leben. Diese Kirche tut dies, indem sie ihre Kirchenräume für die Veranstaltungen der Stopp Airbase Rammstein-Kampagne heute und morgen zur Verfügung stellt. Ich wünsche allen Anwesenden einen interessanten, verbindenden und bestärkenden Austausch an Gedanken und Informationen im Geiste internationaler Solidarität. Hello, dear friends of peace from all over the world. I welcome you to this International Congress against military bases and their importance for worldwide wars. Bienvenue les amis de la paix de tout le monde. Je vous salue ici pour le Congrès international contre les bases militaires et leur importance pour les guerres mondiales. Dankeschön. Ein wunderschöner blauer Zaun. Aber nur das, was nicht auffällt. Juhu!
endlich tot. Der Fortschritt der Technik in den letzten 50, 60 Jahren, jetzt geht's ist natürlich wieder, sehr erschreckend. So, wo stehen wir jetzt in 20 Jahren? Wir leben leider jetzt immer noch in einer Geldgesellschaft. Und touren gerade durch Deutschland und Österreich und auch vielleicht sogar noch Schweiz. Und das hier läuft alles auf Spendenbasis. Und wir haben ja auch eine kleine Spendenbox, weil um auf Tour zu gehen, müssen wir immer noch Petrol-Dollar-mäßig den Bus betanken. Und sind über jede kleine Spende sehr, sehr dankbar. Also wenn ihr eine Kleinigkeit überhaupt oder so, noch leben in einer Geldgesellschaft, aber Bilbo ist sich auch ziemlich sicher, dass wir bald ohne dem auskommen. Ja, nee, aber und es wäre schön, wenn ihr ein paar mal 50 und 50 oben in die Box reinschmeißt. Dankeschön. Hey, das fängt um 5 Uhr morgens an, nach dem Motto, hör, du willst nicht arbeiten, dann nerven wir dich. Gleichzeitig wirst du dann, kriegst du auf gar keinen Fall einen Job, alle Leute werden gegen dich geimpft, auch wenn du versuchst, dich irgendwo zu bewerben, wenn du dann nicht einen Tag später direkt da bist, dann haben die dich schon gegen dich geimpft. Das nächste Mal kommst du mit dem Reisbus und Bier zurück. Wir sehen uns in der Das geht halt die ganze Zeit so weiter. Irgendjemand hat es falsch geschrieben und noch falsch im Aufgang die Fahne. Also. Pace. Geschwindigkeit. Ne, Pace ist P-E-A-C-E. Ja, das war der andere. Pace. Das ist Geschwindigkeit. Ja, so eine Fahne hatten wir auch in unserem Camp dieses Jahr. Ich weiß zwar nicht, wer die angeschleppt hat, aber da stand einfach nur Pace drauf. Die ersten werden die letzten sein. Thank you.
Bei dem Schlaf muss ich wenigstens mir die Scheiße nicht geben, die hier abgeben. Aber das ist schön, was ihr braucht. Ich gehe da auch so hin und es ist mir alles egal. Ja, why not? Du kannst es auch in Alufolie einpacken. Dick. Und dann hast du es zu, der Empfang. Ne? Vier Schichten. Also faltest zweimal, dann hast du vier Schichten. Und dann halt zweimal umwickeln. Und gucken, dass alle Seiten einmal umgeknickt sind, dass es zu ist. Und das definitiv. Ja, ich denke mal, es ging nur darum, Angst zu erzeugen. Es kann auch gut sein, dass sie das deswegen gemacht haben. Ja, dann ist vielleicht das Handy einfach kaputt. Das kann auch sein. Wenn du meinst, kein anderer ist daran beteiligt. Dass das jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert von jetzt auf gleich. Ja. Ja, das meinte ich doch. Dass die das deswegen gehackt haben, um bei mir und bei dir Angst zu erzeugen. Weil die wollen, dass wir in die Angstschwingung gehen und nicht in die Liebe. Das ist ja das Ziel. Ja, weil dann können die uns viel besser beeinflussen. Weißt du. Wenn du in der Liebe bist, dann. Na komm schon, ein bisschen Wind noch. Ups, die war zu groß. Hui!